das ist einfach ganz klar das Problem dieser Norm immer hinterherzulaufen. Deswegen habe ich dieses Jahr für mich gesagt, okay, du versuchst in der Phase vor den Weltmeisterschaften, wenn es einigermaßen absehbar ist, dass es eine Möglichkeit besteht, dass du mitfährst, eben fokussiert zu trainieren und auch nochmal eben auf die Schwächen einzugehen, vielleicht nochmal so ein bisschen in den Tempobereich zu fühlen, um dann wirklich fit an dem einen Tag dann dazustehen und zu sagen, so, jetzt mache ich das Finale klar. Klarzukommen. Es ist selten so, dass ein Rennen irgendwie so verläuft. Also klar gemachte Rennen beim Easter oder so, da muss man dann eben drin hängen und sagen, okay, um Gottes Willen, ich muss das Ding irgendwie nach Hause laufen. Aber normalerweise, wie bei deutschen Meisterschaften, da gibt es eben Phasen, wo dann der 200 Meter Abschnitt mal 2-3 Sekunden langsamer ist als der davor. Und darauf zu reagieren und den Schritt umzustellen, das ist für mich sehr wichtig. Und so zum Beispiel mache ich extrem darauf erledigt, zu verbessern, meine Kraft zu verbessern. Ich bin eigentlich immer jemand, der in den Schritt kommt und lange, sehr gut sein, lange den Schritt laufen kann, aber eben dieses Umstellen, damit habe ich ein bisschen Probleme und das ist eben genau das, was wir jetzt halt machen müssen. Das Problem ist nicht unbedingt nur das Körperliche, das habe ich im letzten Jahr gesehen, ist vor allen Dingen das Problem, dass man irgendwann geistig ermüdet und dass man sagt, man muss noch rein und nochmal fokussieren und nochmal, sondern man muss dann halt auch mal eine lockere Trainingszeit haben, wo man wirklich auch sagt, boah, ich habe da Lust darauf, dieses Feeling über die Bahn zu fegen und zu fliegen mehr oder weniger und das mitzunehmen und dann zu sagen, so, das geht im Wettkampf auch. Das kann man schon so sagen, also er ist natürlich weitestgehend genau auch ein Vorbild, wie man sein Leben so gestalten kann. Nein, dann ist es ja klar, da hat man vielleicht auch eine Anschauung manchmal, aber es geht schon so, dass der Leistungssport immer auch so ein bisschen auf das andere Leben, was man das normale Leben abfährt, wenn man da in gewisser Weise Sachen abhaltet. Dranbleiben und sagen, okay, das ist jetzt nicht schwer und ich weiß jetzt nicht, wie die Aufgabe zu lösen ist, aber ich bleibe dran